Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate, der Enhanced Edition, Siege of Dragonspear. So ist richtig. Ja, wir sind immer noch am Küstenweg. Und zwar in der tollen Krypta, die wir noch fertig machen wollen. Das Amulett finden wir beim Koalitionslager. Das ist das mit der Krypta. Das mit dem Medien hier können wir leider nicht abschließen. Da sollen wir nach einem Boden des Vampirs Ausschau halten. Und mein gestohlenes Vermögen, ja. Gut. Hier sind überall Glasdinger mit Flüssigkeit drin. Fair enough. Wie kann ich... Ihr braucht nur zu fragen. So, dann gehen wir als nächstes hier lang gucken. You want me? Right. Das sieht doch hier aus wie Fallen. Keine Fallen bis jetzt. Im Blut getränkte. Wow. Aua. By cold, whatever thy wills. Wie ihr wünscht. Okay, Blutgetränkte. Und ja, durch den Nebel sieht man hier so gut wie nichts. Ganz ehrlich, warum muss dieses Nebelzeug hier kommen? So. Wie kann ich helfen? Gedroppt haben die nichts. Boah, aber hier ist... Also wer auch immer sich das mit dem Nebel hier ausgedacht hat, der... Oh, er lässt zum Glück nach. Na Gott sei Dank. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also ich sehe hier Säulen mit Symbolen dran und ich sehe hier Symbole auf dem Boden. Quicksave haben wir gemacht. Ich mache noch eins zur Sicherheit. Dieser Säule ist eine Messingplatte eingelassen. Auf das Bild eines riesigen fragmentierten Blattes eingraviert. Das Bild eines Blattes. Ein riesiges fragmentiertes Blatt. Schneeflocken. Eine strahlende Sonne. Also das ist das Bild mit einem Blatt. Das müsste da der Frühling sein. Ein Geräusch strahlender Zahnräder in den Säulen sagt dir, dass die Mechanismen darin zurückgesetzt wurden. Okay. Wir wissen schon mal, es fängt nicht mit dem Frühling an. Dann nehmen wir den Winter. Die Messingplatte fühlt sich kalt an. Ein hörbares Klicken hört durch die Kammer. Dann nehmen wir jetzt den Frühling. Okay. Yes, sword first. Dann würde ich sagen, wir speichern mal kurz und rasten auch mal. I am yours to command. Vita.
Durch die Konia. It is from Boo. He would like to say that you are a very pretty lady. Yes, and Boo has excellent taste. So this is quite a compliment. Relish. Your rat thinks I'm pretty, hmm? That's adorable. Boo is no rat. He is a miniature giant space hamster. Do not offend him, lest he nibble your ears off in your sleep. Rat, hamster, what's the difference? What is the difference? Oh, Safana, you have so much to learn. For one thing, rats are much larger than hamsters. Except giant space hamsters, of course. Those are larger even than Minsk. You've given me much to think about. Why don't you bother someone else while I do so? Good boy. Da kommt wieder der Nebel. Also der ist hier unten echt nervig. Aber ja. Nette Unterhaltung. Also Minsk fängt irgendwo an. Minsk hat eine Nachricht für euch, sagt Minsk zu Safana und sagt, Bala sagt für mich, von wem? Minsk sagt, sie ist von Bu. Er möchte euch sagen, dass ihr eine sehr hübsche Dame seid, ja. Und Bu hat einen ausgezeichneten Geschmack. Das ist also ein echtes Kompliment. Er genießt es. Eine Ratte findet mich hübsch, hm? Das ist so süß, sagt Safana. Minsk auf, Bu ist keine Ratte. Er ist ein Miniatur-Riesen-Weltraumhamster. Ja, ja. Nicht nerven, Dina hier. Also, Minsk sagt, Bu ist keine Ratte, er ist ein Miniaturriesen-Wettrumhamster. Beleidigt ihn nicht, sonst knabbert er euch im Schlaf die Ohren ab. Ratte-Hamster, was ist da der Unterschied? Was der Unterschied ist? Oh, Safana, ihr müsst noch viel lernen. Zunächst einmal sind Ratten viel größer als Hamster. Außer Riesen-Wettrumhamster, versteht sich. Die sind sogar größer als Minsk. Ihr habt mir viel zum Nachdenken gegeben. Warum nervt ihr nicht jemand anderen, während ich das tue? Braver Junge. Okay. Well, Bowl? Wie kann ich helfen? So, mal heilen. Gut, dann fangen wir nochmal mit dem Zeug hier an. Hand umdrehen, darum kümmern. Ein Schneeflockenmuster, so. Ich hätte gedacht, dass dann als nächstes... Außer es ist rückwärts, gucken wir mal. Ja, das war der Herbst. Und zu guter Letzt der Frühling. Ja, das hat auf jeden Fall was gemacht. Und die Tür geöffnet. Ihr drückt die Platte tiefer in die Säule. Mit deinem Klicken rastet sie in eine Nische ein und das Geräusch meiner Zahnräder ertönt. Ja? Also ja, man sieht es auch hier ein bisschen auf dem Boden. Winter... Also das hier wäre Winter gewesen. Die Schneeflocke kommt zuerst. Dann kommt lustigerweise hier der Sommer. Da hat der Herbst und da hat der Frühling. Hm. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also gut, was erwartet uns hier drin für Gegner? Eine Fledermaus. Eine Knochenfledermaus. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen. Oh, ein Gespenst mal wieder. By demand.
I shall give. Meine Milz! Worum ich werde mich. Okay, die können, wenn sie mal treffen, hauen sie aber arg böse zu. And I shall. Oh. Ja. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay. Wir sind jetzt alle so angeschlagen. Wer hat euch denn geholt? Take a look at him. Your need. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also versuchen wir jetzt gleich nochmal zu schlafen. Ah nee, jetzt lade ich. Das gibt's doch jetzt nicht. So. Wir haben einmal gerastet. Your skills prove ever more helpful. Well, that is a startling admission. You have my thanks. Oh, Dino hier meint zur Safana. Eure Fähigkeiten haben sich erneut als unentbehrlich erwiesen. Das ist nicht mein überraschendes Geständnis. Vielen Dank. So, wir haben die Heilzauber benutzt. Jetzt rasten wir nochmal einfach. Yes, Abel. Ich könnte jetzt einfach weiter rasten, bis ich voll bin. Aber benutzen wir unsere Heilzauber doch einfach mal gezielter jetzt. Worum geht es diesmal? Safana braucht zum Beispiel nur noch eins. So, jetzt braucht Dünner hier nur noch einen. I am yours to command. Kleinen. Ein auf Iconia und die drei mittleren verteilen wir auf unsere drei angeschlagenen. Als ihr diese Blutlache blickt, seht ihr eine finstere Gestalt. Nach einem kurzen Moment bemerkt ihr, dass ihr euer eigenes Spiegelbild auf der glitzernden Oberfläche der Lache anstarrt. Doch obwohl ihr die Spiegelung als das erkennt, was sie ist, erscheint sie euch dennoch so unvertraut wie ein Fremdling mit eurem Gesicht. Ja. Wir sind in einem Dungeon von einem Lich, der uns in den Wahnsinn treiben will. Ist also nichts Unverständliches. Ja, wie ihr wünscht. Whoa, whoa, whoa. Sweetheart, whatever you like. Oh, heilig. Leichnam, es ist vorbei, Kaltherr. Ihr habt die Verwandlung überlebt. Bewahrt euer Phylakterium gut auf und euer Unleben wird lange andauern. Lang und erfolgreich, gepriesen sei Abathur. Ihr habt mich vor dem Übergeist gerettet und im Gegenzug habe ich euch gegeben, was ihr begehrt und sei es abgeschlossen. Nehmt euch in Acht von meinem früheren Meister. Erfährt er von eurer Existenz, erwartet euch dasselbe Schicksal wie mich. Ja, ich weiß, der Schattenkönig wird keinen Mucks von mir hören. Lebt wohl, Kaltherr. Wir werden uns nicht wiedersehen. Right. Ich muss zurück zu den Zwergen und ihnen sagen, was ich über Kaltherr weiß. Okay. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ritualraum. Also in den gehe ich jetzt als letztes. Mit Kaltherr will ich mich ehrlich gesagt noch nicht anlegen. Wenn der jetzt ein Lich ist. Okay, den Effekt da oben am oberen Rand seht ihr auch gerade, hoffe ich mal. Das ist sehr komisch hier gerade.
Okay, was mache ich jetzt? Ich kann noch hier lang gehen und ich kann hier lang gehen. Ich würde mal sagen, wir gehen erst hier lang und machen dann die Haupthalle.